20 Minuten später in Ulm. Also rechnen Sie es heute mal aus, wie lange Sie heute brauchen, wenn Sie irgendwo im Blochinger umsteigen in den Zug und dann mit dem Rechner aufsteigen. Dauert es eine Zeit. Ne? Ja, also das sind sagen wir mal, einfach diese Perspektiven, die sich da ergeben durch diesen Filtertunnel, durch den Filterbahnhof, wo ich eben einfach für die gesamte Region, für die gesamte Großregion, so wie wir in den 70er Jahren die S-Bahn schaffen, hat jetzt sozusagen wirklich auch die Regionalexpresse auf einen modernen Standard bringen kann. Das ist sozusagen der letzte Baustein, um wirklich das Nahverkehrssystem oder das Regionalverkehrssystem hier in der Region perfekt zu machen. Und ein Kritikpunkt, der häufig geäußert wird, ist ja zum Beispiel die Risiken beim Tunnelbau, die finanziellen Risiken, die eintreten könnten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Baubranche tätig ist oder wenigstens als Bauherr schon mal selber ein Haus gebaut hat. Ich denke, wenn Sie alles, wo es dann hinterher fertig war, vorher schon gewusst hättet, hätte vielleicht jemand wieder eingesagt, vielleicht hätte es lieber gelassen, aber letztendlich ist er hinterher froh, dass er es gewagt hat, dass er es gemacht hat und niemand kann vorher bevor ein Bauprojekt ganz genau sagen, was auf ihn zukommt. Was man machen kann, und das ist das Entscheidende, man muss sich alles genau anschauen, man muss sich alle Risiken und Undenkbarkeiten überlegen und man muss gucken, dass man gute Spezialisten dazu zieht. Wenn man sich selber im Bau nicht auskennt, dann nimmt man einen Statiker und einen Architekt dazu, der Erfahrungen hat. Und bei dem Projekt ist es so. Es ist eine Riesenschar von Fachleuten, von Bauingenieuren, mit denen ich selber in einige Bereiche, wo die SSB Schnittpunkte mit dem Projekt hat, viel zusammenarbeite, die alles tun, um diese Risiken und Unwägbarkeit seit Jahren alles tun, um die in den Griff zu kriegen. Und wenn man sich dieses Problem überlegt, dann ist am Bahnhof schon seit vielen Jahren, schon bevor das Projekt eigentlich losgegangen ist, ein Spruch angebracht, der eigentlich dieses Problem, was ich Ihnen gerade versuche zu schildern, ganz kurz zusammenfasst. Wenn Sie mal vom Bahnhof stehen, vom Monatsbau, der genau in dieser Form ja auch erhalten bleibt, wenn Sie nämlich vom Bahnhof stehen, sehen Sie nichts von den Teilen, die weggerissen worden werden oder auch schon weggerissen worden sind. Also sprich, der ganze Säulenbau, der Turm, das bleibt ja alles in der Form völlig erhalten. Und ebenso bleibt auch rechts oben, wenn Sie davor schon rechts oben schauen, weil da ist seit den frühen 90er Jahren so eine Leuchtschrift als Kunstwerk angebracht von dem Künstler Josef Kossuth. Und das ist ein Zitat von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ist ja im Schwäbischen gut bekannt. Und da steht, dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist. Und das ist für mich eigentlich so der Kernsatz bei dieser ganzen Überlegung, diese Furcht zu irren. Natürlich ist die ein Stück weit bei vielen Leuten da. Aber ein Planer, der muss sich immer dieser Risiken, die er da eingeht, bewusst sein. Er muss ein Stück weit auch Mut haben, um diese Risiken anzugehen. Aber er muss vor allem diesen Aufgaben mit Respekt begegnen. Aber was er nicht tun darf, er muss, darf nicht furchtsam sein, bevor er diese Aufgaben angeht. Und man muss sich mal überlegen, wenn sich das durchsetzen würde, wo wären wir denn dann heute? Ne? Wenn Sie sich überlegen, wenn der Oberbaurat Karl Etzel Mitte des 19. Jahrhunderts Angst gehabt hätte, und er hätte sicherlich allen Grund gehabt dazu, und hat sicher manche schlaflose Nacht gehabt, Angst gehabt hätte vor den Aufgaben, die ihm die Königin-Württembergische Eisenbahn gestellt hätte, dann hätte er ganz bestimmt in 1850 die Geislinger Steige in Betrieb nehmen können, die zu dem damaligen Zeitpunkt ingenieurtechnisch ein Wahnsinnsprojekt waren. Und man hätte sicherlich nicht ein paar Jahre später, 1922, die heutige Bahnanlage und den Bahnhof in Betrieb nehmen können. Und es gäbe auch sicherlich nicht den S-Bahn-Tunnel, den ich vorher beschrieben hätte, und es gäbe sicherlich nicht die Stadtbahnanlage, die wir in der Zwischenzeit gebaut haben. Und nur als kleines Spannchen am Rand, dieser S-Bahn-Tunnel, der jetzt 70er Jahre gebaut wurde, führt in großen Teilen durch den mittlerweile berühmt-berüchtigten Gipskäufer. Ne? Und mir ist bisher nicht bekannt, dass es in irgendeiner Weise ein Problem verursacht hätte. Und jetzt baut man wieder einen Gipskäufer und jetzt plötzlich soll das völlig unbeherrschbar alles sein. Und heute profitieren wir von all diesen Entscheidungen, die damals mutige Leute getroffen haben. Und ich denke, nachdem wir das S-Bahn-System und Stadtbahn-System und den Flughafen und viele andere Infrastruktureinrichtungen in der Region in den letzten Jahrzehnten modernisiert und neu gemacht haben, denke ich, nach 160 Jahren nach dem Bau von der Geislinger Steige und 90 Jahre nach dem Bau vom Hauptbahnhof durchaus höchste Zeit, dass wir auch im Eisenbahnverkehr wieder mehr Mut zur Zukunft zeigen. Dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie alle mithelfen,
dass uns dieser Irrtum nicht unterläuft, sondern dass wir in 10 Jahren nach der Realisierung von Stuttgart 21 froh sein können, dass wir eins der modernsten, besten Bahnsysteme dann der Welt benutzen dürfen. Und ich sehe da hinten eine Frage. Wie viele Kilometer Tunnel hat Stuttgart heute durch S-Bahn und U-Bahn? Und wie lange wurde daran gebaut? Und können Sie das ins Verhältnis setzen zu den Kilometer-Tunneln, die bei Stuttgart 21 gebaut werden? Also wir haben ein Streckennetz bei der SSB von 125 Kilometern mittlerweile. Davon sind, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, 20 oder 30 Kilometer unterirdisch. Bei der S-Bahn dürfte es eine Tunnellänge von, der Stammstreckentunnel müsste eine Länge von etwas über 10 oder 12 Kilometern haben. Wir haben an der Stadtbahn gebaut, letztendlich an den die Tunnelbauarbeiten an der Stadtbahn haben in den 60er Jahren begonnen und dauern ja nach wie vor an. Es ist ein Projekt, das sich letztendlich über viele Jahrzehnte gezogen hat. Wir haben letztendlich 2,5 Milliarden mittlerweile. Muss man sich auch mal im Verhältnis sehen, 2,5 Milliarden hat das Stuttgarter S-Bahn-Netz gekostet. Ich wohne seit 20 Jahren in Württemberg, komme eigentlich aus Kassel. In Kassel gab es einen Kopfbahnhof oder es gibt noch einen Kopfbahnhof und man hat den Vorortbahnhof, Bahnhof Lemshöhe, Leute, die nach Norden fahren, die kennen ihn wahrscheinlich inzwischen, als ICE-Bahnhof umgebaut. So ist es sowas nicht möglich, dass man das auch in Stuttgart macht, dass man zum Beispiel entweder den Hüllerbahnhof als Hauptbahnhof benutzt und den Hauptbahnhof eben als Regionalbahnhof weiter benutzt oder eben die andere Alternative wäre ja Bad Cannstatt gewesen. Oder liegt es daran, dass sich Cannstatt und Stuttgart immer noch per Sie sind? Die andere Frage ist, ich war im Turm gewesen, habe mir das angeguckt, konnte leider aber nicht feststellen, wie tief der Bahnhof nun wirklich liegt. Ich habe immer gehört, dass es ein Halbtiefbahnhof sein soll, dass er in Höhe des Turms, in 8 Meter Höhe, aus dem Gebäude herauskommt, dass ein Wald durch den Park geht und dann in Richtung Wagenburg-Tunnel immer noch in 6 Meter Höhe dann verschwindet. Da wollte ich Sie fragen, wie weit da was richtig dran ist. Ja, vielen Dank, dass Sie mir da die Gelegenheit zu geben. Gerade das Thema ICE-Durchgangsbahnhof, das ist ja, man muss immer, wenn man über Stuttgart 21 reden, über die Alternativen immer auch die Geschichte von diesem Projekt im Kopf haben. Es ist ja nicht so, dass irgendwann in den 90er Jahren jemand aufgestanden ist und gesagt hat, naja, ich finde jetzt diesen Kopfbahnhof langweilig, lass uns doch mal einen Durchgangsbahnhof bauen. Das war ein sehr, sehr langer Prozess und einer der Ausgangspunkte für den Prozess war zum einen mal, dass man gesagt hat, wir haben einen gewaltigen Sanierungsbedarf. Der Bahnhof ist, wie gesagt, jetzt mittlerweile 90 Jahre alt, da kommen Ingenieurbauwerke. Gerade diese großen Verwertungsbauwerke, die dort im Vorfeld, im Gleisvorfeld stehen, die kommen einfach an ihr technisches Lebensende. Die sind generalsanierungsbedürftig. Und wenn man das, wenn man ein bisschen weiß um dieses Gleisvorfeld, dann weiß man auch, dass das, was wir von diesen Bauwerken beim Gleisvorfeld sehen, nur die Spitze des Eisberges sind. Die Ingenieure damals waren nämlich nicht so dumm, einfach dort noch was hinzubauen. Die haben auf nur gewachsenen Grund gegründet. Und das heißt, diese Bauwerke, die dort stehen, sind haben ungefähr 2/3 von ihrer Masse sind im Boden versteckt. Das heißt, das, was oben rauskommt, was schon relativ gewaltig ist, wenn man sich vorstellt, das zu sanieren, ist nicht wenig, muss man sich sozusagen nochmal die doppelte Größe unter dem Boden versteckt vorstellen. Das müsste alles unter laufendem Betrieb im Gleisvorfeld saniert werden. Also ich bin täglicher Nutzer von diesem Bahnhof und ich weiß, was Bauen unter Betrieb im Schienenverkehr bedeutet. Das haben wir bei der Straßenbahn sehr viel gehabt. Aber das ist ja ein Klacks im Verhältnis zu dem, diesen Bahnhof mit dem hohen Betrieb unter dem rollenden Rad zu sanieren. Und da kam noch dazu, dass dann die DB gesagt hat, wir möchten eben, sprich Stichwort Kassel-Wilhelmshöhe, wir wollen eigentlich mit unseren schnellen ICEs, wenn wir dann auch irgendwann, war damals dann auch schon in der Diskussion, die Schnellfahrstrecke nach Ulm, Professor Heimer, die H-Trasse an der Autobahn dann vorgeschlagen, dann hat die Bahn gesagt, ja, dann wollen wir aber nicht mehr in den Hauptbahnhof reinfahren, dann bauen wir draußen am Rosenstein, in Cannstatt, dort in dem Bereich bauen wir auch Kassel-Wilhelmshöhe einen schnellen ICE-Bahnhof und die Regionalexpresszüge, die fahren dann noch in den Hauptbahnhof rein. Und dann hat eben auch gerade wiederum letztendlich der große Eisenbahnprofessor, bei dem ich selber auch in meinem Studium noch vorlesen gehört, Professor Heimer, letztendlich die Diskussion aufgekommen und gesagt, das kann es ja nicht sein. Wir haben einen Hauptbahnhof, wo sämtliche S-Bahn und vor allem sämtliche Stadtbahnlinien durchlaufen.
Dort ist das nahverkehrstechnische Herz der Stadt und dort muss doch auch die Verknüpfung sein, wo ich mit dem Regionalexpress und vor allem im ICE ankomme. Es kann ja nicht sein, dass ich zuerst, das ist ja auch das Problem in Kassel, wenn ich am ICE-Bahnhof ankomme, im Prinzip zuerst einmal mit der S-Bahn oder der Stadtbahn zum Hauptbahnhof reinfahren muss und dann dort nochmal umsteige. Und hat er gesagt, es muss doch eine Möglichkeit geben, diesen schnellen Durchgangs ICE-Bahnhof am Hauptbahnhof zu realisieren. Und so waren ja auch die ersten Entwürfe, dass man gesagt hat, man baut quasi einen unterirdischen ICE-Fernverkehrsdurchgangsbahnhof, lässt die Regionalexpresszüge oben. Und dann hat es weiterentwickelt und gesagt, ja Mensch, aber der eigentliche Quantensprung, das ist doch, wenn wir alles nach unten nehmen, dann haben wir nämlich diese riesige städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit oben. Und wenn Sie im Schlossgarten spazieren sind, ich habe selber 5 Jahre Neckartor, in der ich wohne, bin jeder Abend im Schlossgarten joggen gewesen, wenn Sie mal an der Mendelssohn-Bartholdy-Allee entlang an die Gleisanlage hochlaufen. Also schön ist das nicht. Also man könnte sich durchaus vorstellen, dass, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, der Park durchaus gewinnen könnte, wenn man die Möglichkeit hätte, diese Gleisanlagen wegzumachen. Jetzt muss ich ganz mal kurz, Ihr zweiter Punkt war? Der Wald durch den Park. Der Wald durch den Park, genau. Von der Tiefe her kann man sich leicht, oder was heißt leicht, vorstellen. Sie haben ja praktisch parallel zu den heutigen Gleisanlagen, sozusagen West-Ost-Richtung, ganz, ganz tief unten das S-Bahn-Gleis. Das S-Bahn-Gleis ist das tiefste Bauwerk im Bereich vom Hauptbahnhof. Und sozusagen über dem S-Bahn-Gleis haben Sie vor dem Hauptbahnhof, beim Arnulf-Klett-Passage, haben Sie die Stadtbahn. Und ungefähr auf diesem Höhenniveau befinden sich zukünftig auch die Gleise vom Hauptbahnhof. Das heißt, Sie haben in Querrichtung zum neuen Hauptbahnhof unten das S-Bahn-Gleis und darüber die neuen Hauptbahnhofsgleise, sodass sie eben auch, und das ist das Schöne für jeden, der vom Regionalexpress dann noch auf die S-Bahn umsteigt, am Ende des Bahnsteigs, am Ende aller Bahnsteige, die sie dort haben werden, einen Abgang haben, direkt in den Verbindungstunnel, wo sie auf sehr viel kürzeren Weg als heute direkt zur S-Bahn runterkommen. Also das immer auch zum Thema Mineralwasser und Grundwasser. Der Hauptbahnhof ist weit weniger tief als die S-Bahn. Und der S-Bahn-Bau hat die Stuttgarter Mineralquellen auch nicht zum Versiegen gebracht. Der Rücken, der sich über dem Bahnhof mit den Lichtaugen wölben wird. Zukünftig wird es so sein, dass Sie auf der heutigen Ebene, wo Sie auf die Gleise, rausgehen, wo auch diese Läder oben drin sind, auf der Ebene werden ja keine Gleise mehr sein, so dort können Sie quasi hinter dann aus dem Bahnhof raustreten. Und dort treten Sie dann auf das Dach, auf diesen Platz, wo diese Lichtaugen rausgehen. Man kann sich das so vorstellen, dass dort vielleicht dann Gastronomie drin ist, die auf diesen Platz raus, da kommt eine Baumreihe auch noch davor, Außenbewirtschaftung hat, und auf diesem Platz können Sie dann laufen. Und das ist das Niveau, was das Dach des Bahnhofs künftig haben wird. Und dieses Dach fällt Richtung Staatsgalerie, Haltestelle Richtung Planetarium immer weiter ab. Stadtplaner bei der Stadt Stuttgart oder Stuckenbrock erklärt das immer als Rücken des Walfisch. Das ist wie so ein Wal, der da liegt und der dessen fallender Rücken Richtung Planetarium immer niedriger. Bis jetzt sozusagen dann an dem Weg, der am Landespavillon am Planetarium vorbeigeht, letztendlich das Dach wieder das Niveau des Weges erreicht. Das heißt, wenn Sie heute vom Staatstheater, vom Leitnersteig rübergehen und auf dem Weg am Landespavillon an der Ebertsgruppe vorbei oder im Planetarium dann vorbeigehen, da werden Sie das zukünftig auf dem gleichen Höhenniveau tun können. Und zum Bahnhof hin steigt dann mit so einem ganz leichten Wölken dieser Wall. 4 Meter. Genau, 4 Meter steigt er dann Stück für Stück an. Und die Wege, die darüber führen, halten immer noch auch das Barrierefreiheitskriterium, sprich 6% ein. Es ist nicht einfach, sich das vorzustellen. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, entweder in den Turm zu gehen, dort gibt es ein sehr gutes Modell, wo man sich das sehr gut vorstellen kann, wie ich finde, und wer auch mal einfach nur in Stuttgarter Marktplatz ist, im Foyer vom Rathaus in Stuttgart. Wenn man reinkommt, läuft man direkt drauf zu, ist, wie ich finde, fast das beste Modell, weil es den größten Gesamtüberblick über das gesamte Quartier gibt. Und dort kann man sich das anschauen, wie das zukünftig aussehen wird, wie diese Fläche im Park positioniert sein wird. Ich würde vorschlagen, dass man vielleicht eine Fragerunde bei den Händen verlegen, dann wieder erwarten.